Moin, moin, meine lieben Freunde. Wir werden heute wieder ordentlich die Bots zerfetzen, um an die gratis Booster Packs zu kommen. Und im Anschluss Road to 5 Star, sage ich mal. Deshalb nicht lange schnacken. Wir starten rein, gehen in die Trainer-Herausforderungen und suchen uns unser nächstes Opfer aus. In dem Fall wäre das Kami. Und die müssen wir noch dreimal fetzen. Dann haben wir sie auseinandergenommen. Ich würde sagen, zu Beginn nehmen wir erstmal, da sie sich ja immer von Stern zu Stern steigern, Decks, die vielleicht etwas schwächer sind oder neutral. Und gegen Ende hauen wir dann die Typenvorteile, wie beispielsweise mit unserem Elektro-Deck, einmal durch. Genau, wen haben wir bisher dann alles zerlegt? Das wäre hier Nathan, Juji, Grayson, Rika, Britney, Otis und nun kommt Cammy. Würde mal reingehen, vielleicht mit unserem Wasserdeck zunächst einmal. So, was haben wir auf der Hand gezogen? Wir schauen einmal nach. Ein Porygon Evoli. Das ist jetzt auch nicht die Hand, die ich gerne haben möchte. Ich würde sagen, wir starten mit dem Evoli und entwickeln es so schnell wie möglich in einer Quane. Okay, der fängt schon mal an, hier die ganze Bank voll zu schmeißen. Wir geben Evoli eine Energie und mehr können wir auch tatsächlich gar nicht machen. Ah, eigentlich hätten wir das noch lehnen können, ne? Ich bin so ein Dödel. Aber ist bei mir jetzt gerade ein bisschen untergegangen. Okay, der macht schon hier Vollgas. Der gute Freund. Sagen wir spielen erstmal eine Göre. Erhalten hauptsächlich Energiekarten. Und komm, wir nehmen schon mal Evoli, mein Freund. Wir heilen dich ein bisschen. So, jetzt können wir das Aquana rauslegen. Oder ich bin gerade überlegen, macht es Sinn, Aquana zu nehmen? Oder lassen wir unser Evoli sterben und gönnen uns dafür einen Arktos möglicherweise? Komm, wir sind Evoli-Fanboys. Dann muss der Junge auch mit dazu. Können wir natürlich nicht angreifen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber naja, so ist das. Jawollo, das ist wichtig. Wieder ein Porygon, das gibt's doch nicht. Digi, lass es doch. Wie gesagt, die Starterdecks sind jetzt nicht so die Creme de la Creme. Aber was macht man nicht alles für gratis Booster Packs? Backsound war ein bisschen laut gewesen, tatsächlich. Da ist es sogar tatsächlich immer noch. So. Jetzt sollte der Sound ein bisschen besser sein. Spielen wir mal den Superball. Schauen uns die Karten an. Ich finde ja Goldini, wenn du einen Goldking entwickelst, eines der besten Pokémon, um früh Attacke zu machen. Nehmen wir den drauf, einfach weil wir es können. Carpador. Theoretisch spekulieren wir einfach mal auf ein Gyarados, beziehungsweise wenn wir die Möglichkeit haben, einen Gyarados zu holen, dann sollten wir das auch tun. So, ich würde sagen, Gyarados braucht Energie, der Junge, von daher einfach so und Attacke. Nehmen wir mal die nächste Preiskarte. Gold King, jawohl. Haben wir natürlich jetzt aufs falsche Pferd hier unten gesetzt. Aber entwickeln mal unseren Freund hier. Und oh, greifen wir wieder an. Ein Pokémon hat er noch. Was ist denn das, ein Pfiffchen? Also wenn er da jetzt nichts raushaut, dann haben wir schon gewonnen. Nächste Runde tatsächlich.
Okay, da legt er noch was nach, dass er ja nicht verliert. Der Junge. So, komm. Das rettet dich alles nicht. Jetzt holt er aber wirklich alle Itemkarten einmal raus. So, dann legen wir mal unser gutes Arktos, was wir gerade eben uns geholt haben im letzten Zug, auf die Bank. Und dann zerstören wir mal sein Merbe, würde ich sagen. Ja, ich glaube, der wird hops genommen, meine Freunde. Die letzten Rettungsversuche. Oh, neue Hand sich gegönnt. Aber bringt dir nicht viel. Nächste Runde bist du futsch, mein Freund. So, wer uns noch fehlt, unser Bree, der Garados. Okay, da hält er sich. Zögert nur deine Niederlage heraus. Jetzt hält er aber maximal hier. Was geht ab? Okay, Bro. Okay, sorry. Sorry, dass ich was gesagt habe. Der geht ja hart ab, der Junge. So, aber. Wir haben ja unser Aquana wieder auf die Hand bekommen. Geben dem Bree eine Energie. Das ist jetzt ärgerlich natürlich. Macht uns jetzt immer 100 Schaden, ne? Okay, ach, der kann nicht angreifen, oder was? Ach, das finde ich doch gut. Und Arktos, mein Freund. Und dann ist das Ding eigentlich in, ja, trockenen Tüchern, würde ich sagen. Egal, was passiert. Nächste Runde Arktos, Polarwind und fegt mal den komischen Vogel weg. Ist doch gut, Mensch. So, wie gesagt, einmal an Arktos dran. Nein, kann ich das abbrechen? Oh nein, bitte nicht. Oh, das war wirklich Autopilot. Scheiße. Das war jetzt mit einem Autopiloten. Einfach einen richtigen Quatsch gemacht. Oh, okay. Gott sei Dank hat der Junge aber über 100 Leben. Oh mein Gott, war das gerade richtig. Brain AFK des Jahrtausends, Mensch. So. Locker flockig die Dame auseinandergenommen. Aquana MVP. Stimme ich voll und ganz zu. So, unser nächstes Duell gegen Cammy. Wenn wir schön unser Psycho-Branddeck nehmen. Feuer, Psycho. Im Nachteil gegen ihr Deck. Aber das soll mal lange noch nichts heißen hier. So, ziehen wir jetzt was Gescheites auf die Hand. Ja. Gibt Besseres auf jeden Fall. Und der Gegner hat kein Basis-Pokémon. Wichtig und richtig. Mewtwo heben wir uns nochmal auf.
falls wir eine Trainerkarte spielen. Herzlichen Glückwunsch für deine Handkarten. Natürlich möchten wir eine Karte mehr ziehen. Jawohl. Ja, ich würde sagen, das reicht. Jetzt auf geht's. Bekommt unser kleiner Flampenjunge eine Energie. Greift an und im nächsten Zug entwickeln wir unser Molunk. Und rüsten hier schon mal ein bisschen aus, dass wir direkt hier rein können mit Glühen. Weißt du, wie eine Trainerkarte? Nee, Schweißen. Nicht das, was wir brauchen. Aber wir haben auch jetzt nur Psycho auf der Hand an Energie. Deshalb bringen wir unserem YouTube, verschwenden wir jetzt zwar eine Unterstützerkarte, aber das wird schon passen. Und plumps auf den kleinen Vogel hier. Nehmen wir ihn mal auseinander. Oder er nimmt uns auseinander. So, wen legen wir denn jetzt als nächstes? Ist die Frage. Könnte Konrad vorlegen. Kleiner Bait, sage ich mal. Jo, mehr können wir eigentlich nicht machen. Jetzt, der überlebt 2 Runden. Wenn nicht sogar 3. Je nachdem, ob wir Münzglück haben oder nicht. Und dann sollten wir aber genug Energie, glaube ich, haben, um hier mal ein bisschen Attacke machen zu können. Glaubst du, es wird dir helfen, neue Hand? Scheint nicht. Okay. Ich würde sagen, wir rüsten mal Mewtwo aus. Und beenden unseren Zug. Komm, jetzt darfst du sogar angreifen. Ich kann mir keine 3 Energierückzugskosten leisten hier bei unserem Freund. Natürlich kann er nächste Runde nicht angreifen, der Klassiker. Jo, wir können auch nichts machen. Was kann denn sein Magnein? Kräftiger Biss, okay. Annehmen. Auf jeden Fall bauen wir Energiekarten, jawohl. Wichtig und richtig. Und gerne kannst du mich nächste Runde angreifen, mein Freund. Natürlich jetzt, wo er nicht angreifen sollte, kann er es natürlich. So, nehme ich mal beiseite. Dann wird er wahrscheinlich nächsten Zug Magnaien spielen. Und anschließend uns unserem Mewtwo rausnehmen. Natürlich super ärgerlich, dass wir jetzt keine weitere Energiekarte haben. Und das so ein bisschen natürlich nicht spielen können. Energie. Ah, ein Flampian. Mist. Ach nee, schau mal, er hat kein Magnaien gespielt. Hätte ich jetzt eigentlich angenommen. Tatsächlich. Aber gut, danke für die gratis Preiskarte. Oder auch nicht. Mit einer scheiß Resistenz. Verdammte Axt. Richtig und richtig. Also gefühlt hat man, glaube ich, echt das Mauzi aus diesem Standarddeck rausnehmen können und dafür noch 2 Energiekarten von mir aus oder eine Energie und eine Trainerkarte reingepackt. Beziehungsweise ein besseres Pokémon einfach. Das ist so random. Jawohl, 3 Karten ziehen ist sehr gut. Okay, dann ziehen wir einfach Tali noch ein zweites Mal. So, da ist die Feuerenergiekarte wichtig und richtig. Das ist natürlich jetzt auch Typen. Wir tauschen mal aus, den guten Freund.
und glühen ihn mal ein bisschen voll. So. Jetzt ein Fuego. Wäre auf jeden Fall wichtig. Wenn wir nochmal 30 Schaden mehr machen, wenn wir unser Mizunder weiterentwickeln. Wird jetzt auf jeden Fall ja, schwierig mit seinem Wasser-Pokémon. Hat keine Resistenz. Das ist schon mal wichtig. Würde sagen, wem geben wir das denn? Einmal dem Flampivian. Und legen noch mal ein Flampignon raus, um unseren zweiten zu entwickeln. So, er hat aber keine Energie. Das ist schon mal sehr gut für uns. Weiß gar nicht, wieso er nicht bei einem Magnalien spielen will. Wären 60 Schaden direkt, wenn er reinkommt. Und wir gucken mal, was wir ziehen können. Da ist er doch, unser Fuego. Wichtig und richtig. Mehr wollten wir doch gar nicht. Ja. Den Bree können wir auch noch entwickeln. Und 3 Stück haben wir. Den nehmen wir doch an. Jo, ich würde sagen, GG. Kann man schon mal erwähnen. Aber jetzt bei den ganzen Unlicht-Pokémon bin ich mir gar nicht so sicher, ob unser Elektro-Deck überhaupt irgendeinen Sinn macht, als letztes zu nehmen. Aber müssen wir wohl am Ende. Komm, der Fuego, unser bester Freund. Und dann glühen wir einmal Magnalien einmal rüber. So, was kommt jetzt? Ist die Frage. Er greift uns nicht an. Ist wichtig. Wir glühen ihn einmal. Der Rapigator. Also eine wilde Mischung aus Reptil und Alligator, oder wie? So, und das ist der Gnadenstoß. Und damit haben wir Cammy ein weiteres Mal auseinandergenommen. Und gehen zum letzten Duell mit Cammy. Wie angekündigt, unser stabiles Elektro-Deck, mit der wir sie auseinandernehmen werden. Und unser gratis Booster bekommen. Ich bin mal gespannt, was für ein Booster es gibt. Ob es irgendwie Astralglanz, irgendwas ist, strahlende Sterne. Oder vielleicht doch etwas Älteres aus der Sonne- und Mond-Ära. Mal schauen. So, ich habe kein Basis-Pokémon. Das fängt ja schon mal sehr gut an. Aber mein Gegner hat anscheinend auch nur ein Pokémon. Jo. Wir beide können mit einer Energie. Wenn man es wollte, aber beide können mit einer Energie nämlich paralysieren. Und vielleicht können wir darauf spekulieren, dass er hier ein Pokémon mit 60 KP hat. Okay, er legt eins auf die Bank. Das macht den Plan ein bisschen zunichte, natürlich. Sonst hätten wir nämlich das Pokémon mit einem Grande Finale zerstören können. Und wären dann Sieger. Aber. Das ist wohl leider nicht möglich. Und wir nehmen einmal hier die gute Wiebke. Wen nehmen wir denn auf die Hand, Mensch? Ein Ibitak haben wir auf der Hand. Würde ich sagen, auf jeden Fall ein Habitak. Ein Kangama und ein Evoli. Ich glaube, damit machen wir nichts verkehrt. Habitak wird direkt gelegt.
Tangama. Würde gerne noch, ja, doch einen Platz haben wir noch, perfekt. Würde ich noch freilassen für Pikachu, unseren kleinen Freund. Und erstmal paralysieren wir sein Schmerbe nicht. Sehr gut. Okay, Velsa, komm mal ran hier. Haben wir hier irgendwelche Faxen? Donnerwelle kann ich nicht einsetzen. Ja, danke für nichts. Sagen, dann wird sich unser Volteball ein bisschen als Futter mal geben. Um Glückshelm kriegst du mal aufgezogen. Ah, wobei. Ja, doch, komm. Über eine Karte extra, sage ich nicht nein. Ich habe jetzt ein bisschen hin und her überlegt, ob man es an Magneton anlegen soll oder doch lieber Volteball. Genau deswegen hatte ich ein bisschen Sorge gehabt. Aber wir kriegen eine extra Karte, von daher alles in Ordnung. So, Magneton, mein Freund, mach keinen Schabernack. Statischer Schock. Münzglück ist heute nicht auf unserer Seite, muss ich leider sagen. Unverständlich. Bei ihm ist es aber auf seiner Seite. Sag bloß, wir werden jetzt hier hops genommen, Mensch. Da werde ich ja ziemlich passiver. Okay, wir haben die Doppelenergie. Meißen sie mal drauf. Reicht aber nur für einen Schnabel. War vielleicht gar nicht mal so schlau gewesen. Vielleicht hätte ich die Kangama geben sollen. Aber dann hätten wir auch Kangama längst ins Spiel bringen müssen. Ja, aber das wird unser Ibitak nämlich nicht überleben. Tatsächlich. Warum ziehe ich so schlecht, Mensch? Das ist ja echt Wahnsinn. Haben wir denn noch Entwicklung, bitte? Ich würde ja gerne... Und Raichu so richtig glänzt, brauchen wir noch ein paar Pokémon auf der Bank, leider. Du bist raus, Digi. Einfach nächsten Zug. Das läuft gar nicht mal so gut wie erwartet, um ehrlich zu sein. Ich dachte eigentlich, mit dem Deck rasieren wir die gute Dame und nehmen sie auseinander. Aber anscheinend bräuchten wir dafür ein Kampfdeck. Tatsächlich. Hier, wir haben 3 Pokémon auf der Bank. Das heißt, wir machen 60 Schaden. Ne? Das reicht leider noch lange nicht. Und wenn er jetzt einen Kopf würfelt, ist unser Raichu raus. Tatsächlich. Und er hat das Münzglück. Er hat das Münzglück einfach. Wahnsinn. Jo, ich glaube, da bleibt gar nicht mehr so viel für uns zu tun, außer unsere Niederlage einzugestehen. Weil, so, keine Karten auf der Hand. Keine Monster-Pokémon auf der Bank gescheit. Wird schwierig auf jeden Fall. Könnte vielleicht spekulieren mit Kangama. Ich glaube, das machen wir auch. Wir gehen hier voll auf Kangama. Rein da, Junge. Und hoffentlich gewinnen wir dann noch mit einer Preiskarte, die unser Gegner über hat. Jawohl, das wollten wir sehen. Kangama, noch eine Energie, dann können wir unseren dicken Hieb einsetzen. So, wird es eine Energie sein? Jawohl. Richtig und richtig. Bin ich gerade am Schauen und Überlegen. Der Bre kann Amnesie einsetzen. Ich würde sagen, dann lohnt es sich vielleicht sogar auszutauschen. Richtig. Wieder Rückzugskosten. Magnetilo, falls was ist, vielleicht können wir noch ein bisschen paralysieren. Auf Zeit spielen, wer weiß.
Genau, kriegst du erstmal einen Mega-Hieb, mein Freund. Ein Gamma-Power. Noch eine Energie. Annehmen. Ja, hier reicht jetzt unser Mega-Hieb nicht, aber ich glaube, er hat keine... Ah doch, er könnte eine Attacke mit einer Energie spielen. Hat er aber nicht. Finde ich gut. Mignon, finde ich gut. Erstmal 100 Schaden reindrücken. Und dann sollte das Ding klappen. Ich glaube, Magnetilo, da müssen wir jetzt keine Energie mehr reinstecken. Wenn wir noch einen Magneton haben, dann können wir, glaube ich, noch nachträglich was reinpacken. Aber so reicht das erstmal mit zwei. Ich will mich nicht zu sehr aus dem Fenster rauslehnen, aber ich glaube, wir können vielleicht mit unserem Gamma das Ganze durchballern hier. Okay, das ist sehr wichtig für uns. So, ziehen wir erstmal drei Karten. Noch ein Kangama. Wir haben den Beleber. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich würde ihn noch ein bisschen zurückhalten. Um einfach zu schauen, ob wir vielleicht noch einen Pikachu ziehen. Wofür wir unser Raichu wiederbeleben können. Und Trank. Wichtig. Aber ein bisschen spät, hätte ich gesagt. Er hat das Münzglück. Ohne Spaß, also wirklich. Münzglück all mass. Gibt's so gar nicht. Ja, haben wir mal ein bisschen unser Kangama. Ich würde sagen, das Fahrrad können wir aktivieren. Was nehmen wir denn? Durchsuchen wir unser Deck mal nach zwei Basis-Pokémon. Pikachu, wichtig. Und jetzt holen wir uns unser Raichu wieder im nächsten Zug. Oh nein, oh nee, ich bin da so dumm. Das ist ein Basis-Pokémon. Och Mist. Da habe ich jetzt ja gar nicht drauf geachtet. Ich dachte jetzt, man könnte irgendeinen Pokémon wiederbeleben. Aber wir kämpfen uns doch zurück, sage ich doch. Hier 6 zu 2 war der Stand und wir kommen jetzt langsam. Ich würde sagen, komm, dann mischen wir doch unsere Handkarten wieder rein und ziehen neu. Das ist schon unser Blitzer, die Legende. Und wir erweitern mal das Ganze hier. Auch wenn wir jetzt keinen Raichu mehr haben. Ich weiß gar nicht, haben wir noch ein weites Raichu im Deck? Macht aber uns nichts aus, weil wir den auseinandernehmen. Wichtig und richtig. Und welches Boosterback bekommen wir? Es ist Flammende Finsternis, Schwert und Schild.